Welcome to Austin. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ich bin gerade bei Torchy's Tacos. Ich zeige euch nochmal kurz, was wir alles haben. Das ist nämlich schon richtig viel, gell? Yeah? Ich freue mich. Übrigens nochmal so, das ist der Demokrat, der hat 189 Kalorien. Und das ist der Republikaner, der hat 580 Kalorien. Man versteht den Unterschied. Oh ja. Den leichten Wind. Jeder darf wählen, was er isst. Also ich habe den Demokraten genommen. Oh. Ich habe das Leckere genommen. Genau. Lass dir schmecken. Witzige Geschmacksrichtungen hier, zum Beispiel Maple Bacon, Chili Mango, Chocolate Malt und Pickles. Und hier Chicken and Waffles. So, wir haben uns jetzt ein Eis geholt beim Big Top. Und schaut doch mal, wie süß das ist, wie süß sie das machen. Ich habe Pecan, Buttered Pecan und du hast einfach nur Vanille. Vanille, ganz standardmäßig. Ganz wir müssen das wahrscheinlich sehr, sehr schnell jetzt essen, nehmen. Ja, es weil sind 70 Grad draußen. Genau. Da sind wir. Da sind wir, beim berühmten Allen Boots. Schaut euch doch mal diese... Regal an. Es riecht so krass nach Leder hier, das ist so schön. Und auch die Musik ist so geil. Und da hinten sind Herz, Schatzi. Ah, geil. Schön, schaut sich das an. Und hier das berühmte Motel in Austin. Nicht berühmt, weil irgendwas, sondern berühmt wegen diesem Schild. Aber bitte beachtet auch mal den Spruch darunter. Y'all means all. Mal wieder so das demokratische Austin, das sagt, nee, wir schließen hier niemanden aus. Das erzählt man immer so gerne, dass es nur in Kalifornien passiert, aber das stimmt nicht. Überall in Austin ist es so. Eine Creme aus Avocado und süßen Erbsen. Mm. Super, super lecker. Darauf sind wir sehr gespannt beide. Da gibt es das hauseigene Brot dazu. Schön warm eingepackt. Und das ist Yellowtail mit knackigem Reis und Jalapenos. Das ist hier ein israelitisches Restaurant und wir sind sehr, sehr gespannt. Die Stimmung ist der absolute Oberhammer. Und wir haben die letzten zwei Plätze an der Bar erwischt. Wir sind hier gerade an unserem Pool. Wir genießen noch den Abend. Ah, hebt mal die Hände, alle, die einen Pool mitten in der Nacht gut finden, beziehungsweise am Abend. Das ist so Hammer. Schaut euch doch diese Skyline an. Das ist doch nicht normal. Oh, ich liebe es, abends am Pool zu sein. Ganz, ganz früh morgens und ganz, ganz spät abends. Das ist das Beste, was es gibt. Geh mal aus. Man sieht dich kaum. Egal. Egal. Ja, es ist der Hammer. Austin ist der Hammer.
langsam aus dem Airbnb angekommen. Schaut euch das an, wie schön das ist. Mit einem ganzen echten amerikanischen Kühlschrank und einer echten amerikanischen Küche. Hi! Hi! Und was noch besser ist, hier ist das Bad, da war ich noch gar nicht. Tada! Das ist unser Pool. Auch der Grill ist kaputt. Meine erste White Mac and Cheese in Austin oder überhaupt in Texas. Ich kann es kaum erwarten. Wir sind at Gus's Fried Chicken. Gus sagt, if you haven't eaten at Gus's Fried Chicken, you haven't eaten fried chicken at all. Deswegen, jetzt werden wir sehen. Thank you. Deswegen, jetzt voll probiert. Jetzt hauen wir mal rein, ne? Oh, du ja. Hast es mit Boden, Brot, Beans, Coleslaw, Coleslaw, Pommes. Und ich habe mit Mac and Cheese, Coleslaw und ich habe die Thighs. Ne? Nicht klauen, hey. Böse. Wow. Ja! Alright. Guten Morgen, ihr Lieben. Da sind wir. Schaut doch mal, wo wir sind. Haben ordentlich okay. Hunger mitgebracht. Nehme ich im... Bei Terry Black Barbecue. Und zwar sind wir heute Morgen ganz früh aufgewacht mit dem Absicht... Wir haben uns ein Auto gemietet. Ja, kriegt man das Auto, genau. Tada! Ein Chevy Equinox. Und dann haben wir gedacht, okay, wir gehen zu Valentinas frühstücken, Tacos frühstücken. Aber haben dann festgestellt, dienstags morgens haben sie geschlossen. Also haben wir gedacht, okay, Terry Blacks öffnet um 10.30 Uhr. Wir haben unseren Hunger ein bisschen vertagt, mal eine Stunde. Wir haben ja die Stunde am Pool verbracht, gibt's Schlimmeres. Ne? Ja, oh mein Gott. Und jetzt haben wir gesagt, okay, 10.30 Uhr kommen wir zu Terry Blacks. Wir haben genau 10.32 Uhr. Der Parkplatz ist noch leer. Sehr leer. Also ich glaube, wir warten auch nicht in der Schlange. Vermutlich essen die Leute Barbecue erst zur Mittagszeit und wir sind die einzigen Verrückten, die das Morgenfleisch essen. Ihr hört die Stimmung. Es ist der Hammer hier. Und jetzt können wir kaum erwarten, mal dahin zu gehen. Kommt mit. Alright, alright, alright. Alright. Und dann gehen wir ein bisschen Barbecue essen. Unser erstes Barbecue in Texas. Oh, yeah. So we have original sausage and then we have jalapeno chip. Which is made in Texas. So ihr Lieben, schaut euch diese Goodness an. Oh mein Gott, seht ihr das? Das ist ein Rinderrippchen, haben wir uns geholt. Darunter ist ein Würstchen. Wir haben darunter Brisket, aber man sieht es momentan nicht. Hier ist das Brisket. Vielleicht kannst du das... Oh ja, schaut euch das an. Das ist das Brisket. Und hier ist noch eine Schweinerippchen. Coleslaw. Obligatorische Mac and Cheese. Cream Corn. Bohnen und grüne Bohnen und ein bisschen Pickles und Brot on the side. Bezahlt haben wir 125, glaube ich. 157. Weil natürlich das sehr schwer wiegt. Sie haben gesagt, das kostet alleine an die $40. Genau. Aber das ist verdammt viel Essen für so zwei kleine Menschen, gell? Aber wir mussten unbedingt von allem probieren und die eins, die wir doppelt machen, die Sides natürlich auch. Das sieht so lecker aus. Ja, ich kann es kaum erwarten. Das fällt regelrecht vom Knochen. Guck dir das an. Guck dir das an. Der Knochen, den kann man einfach so rausnehmen. Seht ihr das? Das ist doch nicht normal. Oh mein Gott. Das ist so weich wie die Butter eigentlich. Oder? Mhm. Also wirklich weich, mega weich. Oh mein Gott, so lecker.
Leute, das ist der Ort, wo der ganze Magic happens, ne? Das ist Wahnsinn. Nein. Here's where the magic happened. Yeah. It's a 12-hour process and then two rotations. We do it every 4 hours. So these got on about 8:15, 8:30. Wow. He's just finishing up the first rotation. I'm going to spritz him. Austin, beziehungsweise es gibt mehrere, aber wir sind jetzt in dem auf dem South Lamar Boulevard. Der ist ja wunderschön. Wir haben es gar nicht erwartet, hier auch die Blumies. Da hinten, ich sehe schon Seafood, leckere Sachen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es vergleichbar zu Deutschland ist. Oh, guck mal, wie süß hier steht, da mal Buchstaben. In dem Unverpackt-Laden Regal gekommen. Das, ich kriege mich gerade nicht mehr ein. Schaut euch mal an, wie viele Produkte die haben, unverpackt, die man einfach so bulk kaufen kann. Das ist so toll und das ist so gut für die Umwelt. Ich verstehe nicht, warum es in Deutschland immer noch nicht angekommen ist. Es gibt nur so zwei, drei kleine Lädchen und die machen meistens dicht, leider. Was ich halt auch mag, ist, dass die halt immer für einen einpacken. Ne? Man muss sich gar nichts bemühen, man muss gar nichts machen. Das finde ich so toll, weil ich, wenn ich alleine bin einkaufen, stress mich dermaßen ab, ich breche mir immer irgendwelche Nägel oder die Menschheit muss nach mir warten, eine halbe Stunde, ehe ich eingepackt habe und dann bezahlt habe. Das finde ich schon sehr toll. Wir sind gerade aus dem Whole Foods raus und wir haben die Füße schon gefroren, weil wir waren viel in den kalten Bereich. Das war so geil. Aber was ich gerade kurz sagen will, es ist so warm und ich liebe das so. Ich weiß gar nicht, ob man uns sieht. Ich liebe das so. Ich liebe es. Es ist so schön warm. Ja. So, zurück zum Whole Foods. Das war der absolute Oberhammer. Die Auswahl an Zeug, an Salate. Und wir wissen auch, dass es nicht alles ist, weil ich habe ein spezielles Eis gesucht. Das gibt es hier nicht. Das sind halt nur organische Produkte. Wir das haben uns Essen. Zurückgehalten, weil wir ja nur noch ein paar Tage da sind. Ja, 5 Tage sind wir noch mussten da. Mussten uns zurückhalten. Mussten uns zurückhalten, wir hätten alles gekauft. Aber auch das organische Fleisch, so günstig. Oh ja. Und ja, also es war wirklich toll. Was uns aufgefallen ist, sehr viele Austiniaken, oder wie heißen die denn eigentlich, tun joggen, gehen Sport machen und dann kommen sie fertig geschwitzt sozusagen in den Whole Foods rein. Machen sich entweder so ein Fertigessen, also es gibt auch warmes Essen, was man sich so aussuchen kann, wie bei uns die Salatbar, oder die holen sich was zu essen halt. Vor allem, das ist jetzt unsere Ausbeute. Wir haben insgesamt $208 bezahlt, aber auch so viel nur, weil allein die Weine, jeder Wein hat irgendwie $22 gekostet, ohne Tax. Ich bin gespannt am Ende, was habe ich jetzt mit dem Kassenbon gemacht? Ich bin jetzt gespannt am Ende, wenn wir den Kassenbon analysieren, wie viel Tags auf jedes Eck. Da wird schön analysiert und wird geguckt, was man hier kaufen kann und was nicht. Ja, genau. Also wir sind begeistert. Mein Schatz hat sich kaum noch eingekriegt. Ich musste ihn richtig beruhigen, nicht alles zu kaufen. Wir wohnen noch nicht hier. Wobei wir eine große Küche haben im Airbnb. Also wir könnten eigentlich, haben auch schon überlegt, ein großes Steak zu machen. Aber gut, nächstes Mal. So, ich zeige euch auch gleich den Ausblick hier vor dem Whole Foods. Wow, ist nämlich auch nicht ohne. Austin. Ja. Ich glaube, wir haben nicht so viel gegrinst in San Francisco. Nee, hier haben wir nicht. Und auch nicht in Palo Alto. Oder auch so, es macht Spaß, hier Auto zu fahren, weil alles ist größer, die Parkplätze, ja, die Parkplätze sind größer. Sind gut. Ja, wir haben ein ziemlich großes Auto geliehen bekommen. Wir haben ein großes Auto, drüben hatten wir einen kleinen und da... Genau. Und man sieht Platz auf der linken Seite, genug Platz auf der rechten Seite. Also man kann problemlos einparken. Das war in L.A. anders, ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, das war ja, ein richtiger Akt. Ja, ja. Aber hier ist es wirklich, also die sind drauf eingestellt. So, ich zeige euch jetzt mal die Umgebung und danach gehen wir essen. Wir haben so Hunger. Oh ja. Mhm.
Na, wie versprochen. Das ist der Eingang, das ist der Whole Foods, ja. Und jetzt schaut euch mal diesen Ausblick an. So, so sieht es hier aus. So ganz normal in Austin, ne? Ja, so kann man hier leben, ne? Also mit dem Auto kann man sich sehr gut bewegen, aber das ist so nah an Downtown, man kann auch zu Fuß, je nachdem, wo man wohnt natürlich. Also wie gesagt, die geschwitzten Leute, die kommen zu Fuß vom Joggen. Weil hier direkt in der Nähe, ich weiß jetzt gerade, ich bin gerade ein bisschen orientierungslos. Ja, diese Richtung. Ah ja, genau, in diese Richtung ist der Fluss, ja, und dann joggen die wahrscheinlich entlang des Flusses. Der Colorado River. Der Colorado River, und in Lokalsprache nennt sich das der Lady Bird Lake. So, aber jetzt gehen wir mal essen und sagen schöne Grüße aus Austin. Wir sind hier auf Mount Bonnell. Schaut euch das an. Wir werden weiterhin versuchen, euch mitzunehmen auf unseren ganzen Abenteuer, weil die Auswanderung hat noch nicht mal begonnen. Also das Abenteuer beginnt, würde ich sagen, jetzt. Und wenn ihr Lust habt, uns zuzuschauen, abonniert uns, folgt uns und schaut euch und schreibt unsere Videos an. Falls ihr irgendwelche Fragen habt. Fragt einfach. Ja. Fragt einfach, wir antworten alles oder wir machen ein Video darüber. Macht's gut!